Hallo meine Hübschen. Heute ist endlich mein H&M-Paket angekommen. Ich habe mich total gefreut. Eigentlich freue ich mich immer total, wenn Pakete ankommen. Und ich möchte euch jetzt gern zeigen, was ich so alles bestellt habe. Ich muss euch gleich vorwarnen, es ist ziemlich, ziemlich viel geworden. Ich wusste eigentlich nicht mehr, dass es so viel war. Am besten wir fangen gleich an, schon kriegt das Video wieder Überlänge. So. Als erstes habe ich diesen schönen Rock bestellt. Er hat so eine mittlere Länge, also geht bis bei mir jetzt bis kurz übers Knie. So ein Muster hat er, also so ein dunkles, kleines Leo-Muster. Und eine Knopfleiste hier vorne, was ich jetzt auch persönlich total schön finde. Ja. Der hat 10 Euro gekostet. Dann kommen wir zu diesem hübschen Kleid. Es ist ziemlich kurz, aber ich mag es eigentlich kurz, also ich würde es dann mit Leggings drunter tragen. Ganz, ganz schlicht und einfach gehalten. Hat es für 5 Euro gegeben. So sieht das von nahem aus. Und so, einfach so ein schwarz-weiß Blumenmuster. Dasselbe Kleid habe ich mir auch noch im Leo-Muster bestellt. Aber ihr seht schon, die Farbe passt nicht wirklich zu mir, also das Muster. Dann geht es weiter mit diesem hübschen... Dann geht es weiter mit diesem hübschen Pulli. Ich habe heute ein etwas schnelleres Sprachtempo, merke ich gerade. Das ist... Man kann es leider bei dem Licht sehr schlecht erkennen. Einen Moment... Der ist in Grasgrün. Am besten, ich hänge noch ein Foto hinten dran, beziehungsweise ich zeige euch mal den Pulli in einem Outfit of the Day, wenn es vielleicht ein wenig heller draußen ist. Der hat so ein Softmuster und ist relativ kurz. Ich finde den total hübsch. Hat nur 7,50 Euro gekostet, also richtig gut. Dann habe ich ein weiteres Kleid bestellt, in einem hellen Sandbeige würde ich sagen, so ein Graubeige. Und das hat, was ich total hübsch finde, vorne und hinten solche Knöpfe an der Taille. Aber leider, leider, leider trägt es total auf, deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich es behalte. Das hat 10 Euro gekostet. Als nächstes habe ich hier diese schöne, transparent weiße Bluse. Ganz einfach mit goldenen Knöpfen hier unten. So was kann man eigentlich immer gebrauchen und für 10 Euro habe ich sie mal bestellt. Und dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsstück aus dieser Bestellung. Das ist dieser hübsche blaue Blazer im Chanel-Stil. So sieht er von nahem aus. Ich finde den einfach genial. So dunklen Jeans, total der Hammer. Der ist ein wenig tailliert und wie gesagt relativ kurz. Denselben Blazer habe ich mir nochmal in dieser Farbe bestellt. Stand dabei Papaya, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Farbe beschreiben soll. Schaut am besten selbst. So sieht er aus. Also die haben hier vorne immer noch so Säcke, so Taschen und ein wenig Schulterpolster. Wirklich richtig schön edel. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich diese Farbe noch behalte, weil ich ihn ja schon in Blau habe. Und noch ein Kleid. Also die Blazer, die, ich glaube, sie haben 20 Euro gekostet, aber ich schaue nochmal für euch nach, falls es jemand interessiert. Dann habe ich hier dieses grüne Kleid in einem Grasgrün. Der Ton ist noch ein wenig greller als der von dem Pulli. So sieht das aus.
Das geht bis kurz übers Knie, hat hier hinten einen Reißverschluss und ist relativ tief dekolletiert. Ich werde es wahrscheinlich behalten, das kann man eigentlich zu allen Gelegenheiten anziehen. Sieht auch schön edel aus, finde ich. Ja. So, ach, da ist hier noch was. Ein ganz, ganz schlichter schwarzer Rock, ungefähr knielang, mit einem Reißverschluss hinten und so einem schweren Stoff, den behalte ich auf jeden Fall. Denselben Rock habe ich auch noch in Beige bestellt, aber den werde ich nicht behalten. Die Farbe sieht bei mir total schlimm aus. Es sieht meine Beine richtig, richtig käsig aus. Steht mir leider nicht, obwohl ich sie wirklich schön finde, die Farbe. Die ist genauso wie bei dem Kleid, das ich wahrscheinlich auch nicht behalten werde. Gut. Dann habe ich mir, auch wenn es jetzt nichts mit Klamotten zu tun hat, diese süßen Gästehandtücher bestellt. Richtig, richtig hübsch finde ich die. Für 4 Euro zwei Stück kann man wirklich nichts sagen. Gut, das war's dann auch schon. Ich muss jetzt nochmal überlegen, was ich alles behalten werde. Wahrscheinlich circa die Hälfte, ich weiß noch nicht genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und